wo sie gesagt haben, ich meine, dass es auch sogar von einem Prophetengefährten gewesen ist, dass er sogar auch für Salz Allah subhanahu wa ta'ala Dua gemacht hat. Ja. Also du hast eine gute Sache erwähnt, und zwar gibt es wirklich einige Geschwister, die sagen, ja, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala für dies und jenes nicht, weil ich mich schäme oder weil das etwas, ja, für ihn jetzt Banales erscheint. Allerdings gibt es einige Aussagen der rechtschaffenen Vorfahren, wo sie gesagt haben, ich meine, dass es auch sogar von einem Prophetengefährten gewesen ist, dass er sogar auch für Salz Allah subhanahu wa ta'ala Dua gemacht hat. Ja? Das heißt, man darf hier keinen Vergleich zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung machen. Ja? Wenn du jetzt eine Person nach etwas fragst und das ein, zwei, dreimal wiederholst, so wird er natürlich dadurch eingehend und auch sauer. Aber natürlich bei Allah subhanahu wa ta'ala ganz das Gegenteil. Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, dass man ihn bittet. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, dass man die Bittgebet auch wiederholt. Wenn wir die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam anschauen, so erfahren wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam allgemeine Bittgebete gesprochen hat. Und das umfasst sowohl das Diesseits als auch das Jenseits. Also zum Beispiel das Bittgebet Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Das ist ein Bittgebet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sehr oft getan hat, wo er sagt, oh Allah, gibt uns im Diesseits Gutes. Also Gutes ist alles, was Positives für das Diesseits ist. Und gib uns auch im Jenseits Gutes und hüte uns vor dem Höllenfeuer. Okay? Und man muss versuchen, natürlich kommt jetzt hier die Frage oder eine sehr wichtige Frage. Und zwar, ja, ich habe jetzt Allah subhanahu wa ta'ala gebeten, ich habe Dua gemacht. Allerdings hat er meine Dua nicht erhört oder nicht angenommen. Zunächst ist es wichtig anzumerken, dass die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala es dir erlaubt und ermöglicht, überhaupt ihn anzurufen, also überhaupt Dua zu machen, okay, das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, und der Diener kümmert sich nur um das Bittgebet, und Allah subhanahu wa ta'ala obliegt es, das Bittgebet anzunehmen. Okay? Das heißt, es ist eine Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich zu ihm richtet und die Hände hochhebt und Allah subhanahu wa ta'ala um die bestimmte Sache, die man jetzt anstrebt, bittet. Ja? Also das muss man anmerken. Die Tatsache, dass Allah es dir ermöglicht hat, ist ein gutes Zeichen. Und das ist der Anfang, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir das Bittgebet annimmt. Allahumma